Willkommen zurück zu Dead Island bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Ich bin der Jahre 85 und wir suchen immer noch das Waffenlager. Aber Fleisch. Aber es geht hier irgendwie vorwärts. In diesen Gefilden waren wir noch nicht. Wenn das doch irgendwie sehr bekannt vorkommt. Da läuft's ja wirklich. Läuft's ja ein Wolf. Können wir mal reparieren gehen. Ich glaube, hier haben wir letztes Mal schon mal repariert. Aber hier sieht doch nicht aus wie Waffenlager. Wir haben alles jetzt aufgemacht. Letztes Mal sind wir auch hier durchgehuscht. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Die Tür geht nicht auf. Von hier sind wir, glaube ich, letztes Mal gekommen. Was haben wir hier? Da steht einer. Pass auf, Level ist der, wo es Waffenlager ist, aber ich schätze mal eher nicht. Okay. Ist weg, eine Frucht brauchen wir nicht, sondern ein Türchen. Sieht aus wie ein Werkstattdepot. Mais! Nee, warte mal, ich will eigentlich keine Schieße haben. Fette Tür. Ah, die kann man einrennen. Au, wieder mal Schulter. Wieder mal Schulter und letztes Mal Schulter. Das ist eine rote, verschlossene Tür. Waffenlager, na bitte. Moin. Also, der hat das schon. Wie sieht's aus? Sollen wir die Axt nehmen? Warte mal, dann wechseln wir mal die Waffe. Hat der einfach noch so genommen? Toll. Feuerwehraxt. Da sind wir jetzt im Waffenlager. Oder was müssen wir dann machen? Oh, die Munitionskiste aus dem Waffenlager. Ja. Die Munitionskiste? Ne. Ja, was hast du dazu sagen? Auch nicht. Da ist der Bauplan. Wir müssen da rein. Hier geht aber keine Tür auf. Alles verschlossen. Ich habe halt das Gefühl, dass wir jetzt hier drüber müssen und da irgendwas aktivieren. Naja. Zack. Bleib mal liegen. Bösewicht. Medikit? Ja. Was finde ich mal hier? Wir waren im Waffenlager drin. Das war ja mehr als eindeutig. Jetzt hat sich der Kreis hier geschlossen. Weg finden wir da nie wieder zurück. Ja, fette Tür. Ah, hier waren wir im Endeffekt auch schon. Also die Treppe hoch und links, da wäre das Waffenlager. Hoch runtergefallen. Das ist ja Gesuche. There's a hell of a lot of food in the warehouse. But there's also a hell of a lot of dead motherfuckers in there. Also, Lagerhaus, ja. Aber das kann doch nicht sonst so weit weg sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. We ain't going nowhere yet. Ja, ja. Aber der uns den Auftrag gegeben hat, der Titus oder wie der heißt, der hat doch. Der gibt doch keine weiteren Infos. Hier ist dieses Ding. Von hier auch ins Lagerhaus. Mal gucken. Nee, hier ist eine Sackgasse. Hier hatten wir ja schon mal gegen welche gekämpft. Da drinnen kannst du aber auch nichts aufmachen. Wir
Das speichert er zwar gerade, aber. Wilde Bestie unterwegs. Sind das die Zellen? Du mein Asshole! Au! Wir sind noch in der dritten Etage. Das Waffenlager war, glaube ich, in der zweiten Etage. Vielleicht kommt man von oben irgendwie runter, aber. Nee. Hätte mich schon irgendwie gewundert. Hier ist der Kontrollraum. Vielleicht kann man da noch irgendwas abkontrollieren, aber. Nee. Mal Kohle. Kann man auch nicht rein. Ja? Nee. Aber nee, geht nicht. Die Suche nach dem Waffenlager geht also in eine neue Runde. Au! Echt jetzt? Ich dachte, ich überlebe das. Na gut, irgendwie Strafe muss sein, ne? Wir starten im Kontrollraum. Das heißt, wir gehen ganz gesittet die Treppe runter. Dum-di-dum-di-dum, dum-di-dum, dum-di-dum. Prüfen wir anders voll. Aber wir sind ja von der anderen Seite diesmal gekommen. Black Zero, erste Etage, genau. Bedeutet, wir müssen wieder in die zweite Etage. Hi. Jetzt stellt sich die Frage, wo war das jetzt die zweite Etage? Ah ja, alles klar. Was hatte ich gesagt? Nach links. Zweite Etage. Oh. Geh mal durch. So, geradezu war dann das Waffenlager. Hopp. Aber ist ja alles auch zu. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach so durchmarschieren könnten. Sind nur welche roten Code-Schilder. Ist da irgendwas über Szenen? Nee. Ist auch zu und rot. Wir haben uns die Axt geschnappt. Hier geht es auch nicht rein. Auch nicht. Kann man hier vielleicht was nehmen? Nee. Kevin. Das ist Kevin. Aber Kevin will nicht mit uns reden. Nicht, dass das ein Bug ist. Und Kevin will eigentlich mit uns reden. Er macht es noch nicht. Kevin? Ah, und da war was. Okay, hurt to take a look. Ja, toll, da haben wir eine Batterie rausgenommen, das war alles. Kevin! Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube irgendwie, dass es ein Bug ist. Weil ich wüsste jetzt gar nicht, was man jetzt hier aktivieren soll. Hier kann man nicht weiter aktivieren oder machen oder was auch immer. Wenn die Aufgabe bloß lautet Full Metal Jacket Titus Capoeira Quest Geber, hol die Munitionskiste aus dem Waffenlager. Und wenn wir es abgeschlossen haben, rede mit Titus. Ja. Dafür müssen wir aber erst mal dort reinkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist, da reinzukommen. Was war das? Ja, jetzt ja. Oh, bin ich erschrocken. Musik gruselig. Plötzlich kommt da einer aus der Wand gespawnt. Ach du Heilige. Uiuiui. Das sind da wieder welche? Sind die jetzt ja? Achso, die sind gestorben. Die sind jetzt da sind. Können wir uns ein bisschen wenigstens auffrischen. Wenn die Viecher wieder da sind, ein bisschen deprimierend ist es schon eigentlich.
Riesensnack. Da hinten, der wartet. Ah, hier gibt es noch eine andere Treppe runter. Aha. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ist doch nicht so deprimierend. Zombie oder ein Freund? Hurricanes, Plagues, what's next, man? Total nuclear annihilation? Das ist einfach nur ein anderer Aufgang gewesen. Mehr war das gar nicht. Das war bloß ein anderer Aufgang. Schade. Ich hätte gedacht gehabt, jetzt geht's hier irgendwie. Weil hier ist ja die ganz normale Zelle. Irgendwer mit Quest steht hier auch nicht mehr rum. You gain some respect here today. Wir haben hier auch nicht. You got some balls, eh? Der redet sich mit uns. We heard some shots. Probably the guards. They shoot at anything. Schins Lager. Das ist ja auch nicht unbedingt das dabei. Moves, der redet nicht. Ich glaube, das ist verbuggt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. So einfach. Tja, da bleibe ich also mal hier stehen. Ich muss mich mal schlau machen oder selber noch mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas vergessen haben. Deswegen müssen wir die Folge leider jetzt schon beenden. Es tut mir leid, aber vielleicht geht es in der nächsten Folge dann direkt weiter, wo wir endlich wissen, was wir machen müssen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr eine Lösung habt oder eine Idee habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Ich lese mir das sehr gern durch und vielleicht bringt uns das ja weiter. Bis dahin macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Jaro 85.